sich auf der linken Bahn, ebenfalls im RS6 mit 720. Hier sind wir jetzt gerade. Fährt oder vielleicht sogar drüber sein wird. Wir haben noch ein bisschen Zeit und schauen, was heute noch bei rumkommt. So, jetzt zweimal Audi R6. Einmal von dem Herrn Williams mit 720 PS und einmal mit 560. Gegen eine 243, da ist nicht mehr groß Unterschied. So, C6 gegen Viper GTS. Michael Lachowski. So, was macht der Michael? Eine 260. Im RS6 von Oliver Koch. Knapp identische Leistung. Einmal V8, Turbo aufgeladen, einmal 4-Zylinder-Reihe, Turbo aufgeladen. Beide mit Allrad. Ein guter Vergleich. Gegen eine 238. Ja, beide nicht schlecht. Und der Golf abgebrochen mit einer 124. So, der nächste Lauf von der 1000 endet 277,13. 277,13.
So, auf der linken Bahn mit der 3047. Ah ja, der Zettel gerade weggeflogen hier, der gute Wind. Michael, 680 PS im 135i. Das ist doch mal eine schöne Ampeldisziplin hier. Der RS6 mit der Startnummer 3020 ist der Oliver Koch. 560 PS bei ihm. So, das sind Duelle, die wir sonst nur im Gewerbegebiet sehen oder auf abgestellten Autobahnen. Wir haben noch 400 Meter. 560 sind es im RS6 und im Porsche sind es 799 Turbo gegen Audi RS6. Rechte Bahn, der Audi 24080 und der Mehmet mit einer 257,32 im Porsche.